In diesem Video möchte ich dir meinen Design-Hack Nummer 1 vorstellen. Und hier geht es gar nicht um Heyflow, sondern hier geht es um meinen Lieblings-Google Chrome Add-on, das ich jedes Mal nutze, wenn ich das Brand-Design irgendeiner Firma in Heyflow übertragen möchte. Mein Name ist Amir und willkommen bei Heyflow. Manchmal geht es für dich vor allem eben genau darum, herauszufinden, wie kommst du an das Wunschdesign? Und du wirst vielleicht dann verschiedenste Seiten besuchen und fragst dich, welche Schriftart wurde hier benutzt und welche Farbe wurde benutzt. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, mit welchem Hack du das super, super einfach herausfinden kannst. Alles, was du dafür machen musst, wir googeln jetzt einfach mal mein Lieblings-Google Chrome Add-on. Das heißt nämlich CSS Peeper. So, und wir werden hier jetzt direkt eben zum Chrome Web Store weitergeleitet und könnten eben jetzt dieses Add-on direkt hinzufügen. Ich kann es nur entfernen, aber du solltest es hinzufügen und dann wird es hier oben auch in deiner Leiste erscheinen. Ja, und was macht es genau für dich? Das zeigt dir die Styles jeder Website an. Genau. Wir machen jetzt mal ein kleines Beispiel und besuchen jetzt mal verschiedene Seiten und gucken uns mal so ein bisschen an, was wurden hier jetzt überhaupt für Styles verwendet. Dafür klicke ich jetzt eben einfach mal dieses CSS-Peeper-Symbol an und sehe jetzt hier, wenn ich über die einzelnen Elemente gehe, was hier genau für Schriftarten verwendet wurden, für Schriftgrößen, aber auch für Farben. So, vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück. Hier sehen wir erstmal einen Überblick über alle Farben, die hier benutzt wurden. Ja, und dann können wir natürlich eben auch nochmal jedes einzelne Element anklicken, um genau herauszufinden, wie wurde es jetzt gestylt. Zum Beispiel sehen wir jetzt hier die Font Family. Ja, was haben wir jetzt hier für Font Family? Das ist die Schriftart Merriweather. Und wir sehen auch die Schriftgröße und sehen, dass hier die Schrift zentriert wurde. Ja, und natürlich eben auch die Farbe. Die können wir jetzt direkt hier rauskopieren. So, und das ist genau das Stichwort, wenn ich jetzt eben das Design von Laminate in Heyflow direkt anlegen wollen würde. Was würde ich als erstes machen? Ich würde mir als erstes natürlich die Farben schnappen und die Schriftarten schnappen, die Schriftgrößen schnappen, die hier genutzt wurden. Und würde die letztlich einfach nur mir hier rauskopieren. Ja, wir können vielleicht einfach mal das Rot als allererstes rauskopieren. Und würde jetzt hier eben in die Design-Sektion überwechseln und bei den Farben letztlich all die Farben hier hinterlegen, die auch unsere Freunde von Laminate benutzen. Ja, und so könnte ich zum Beispiel jetzt hier meinen favorisierten Rotton einbinden und hätte jetzt hier schon mal das hinterlegt. Und genauso würde ich jetzt hier eben auch noch an weiteren Stellen vorgehen. Und das kann ich tatsächlich, und das ist wirklich das super, super, super Gute daran, bei jeder Website machen. Das heißt, ich kann auch, sagen wir mal, die Website Tourlane besuchen und kann mir jetzt einfach mal angucken, wie haben die ihren Flow gebaut, kriege wieder meinen CSS-Peeper an und sehe zum Beispiel jetzt hier genau, welche Schriftart benutzt wurde. Ja, also hier Source Sans Pro, Font Size 20 Pixel und kann das eben jetzt hier alles einstellen. Ich kann mir nochmal genau angucken, welche Farben wurden hier verwendet und eben auch diese Farben kann ich natürlich direkt hier in Heyflow überführen. Das heißt, ich würde erstmal alle Farben anlegen, dann die Schriftarten anlegen, würde genau sagen, was sind jetzt vielleicht die primären Schriftfarben, die ich nutze, die sekundäre Schriftart und kann sogar ganz genau hier definieren, was habe ich in der H1, H2, H3 und so weiter und so fort und könnte natürlich dann eben auch ins Blockspezifische übergehen. Das heißt, ich kann dann einfach als nächstes gucken, nachdem ich meine globalen Designvariablen definiert habe. Übrigens, guck dir bitte dafür nochmal das Video an, das ich hier verlinke. Kann ich natürlich jetzt hier übergehen und einfach schauen, wie ich am allerbesten auch wirklich meine Bildauswahl genauso designe, wie es jetzt zum Beispiel, ja, sagen wir mal, Tourlane gemacht hat. Ja, wir können es auch einfach einmal hier gemeinsam durchklicken. Ja, machen das vielleicht einfach mal. Dafür müssen wir einmal hier das hier schließen. So, geben hier mal ein Land ein und legen dann los und können dann letztlich zum Beispiel sagen, hey, wir möchten jetzt genau herausfinden, wie dieses Element designt wurde, ja, oder das hier, ja, und würden dann natürlich letztlich uns das Preset raussuchen, das dem am ähnlichsten ist, ja. Gucken wir mal, was ist dem sehr ähnlich in Heyflow,
Ich würde sagen, das hier kommt das hier. Na, ist es das hier? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Das hier kommt dem wahrscheinlich am nächsten. Ja, und dann könnten wir natürlich, ja, dann könnten wir jetzt natürlich hiervon ausgehend natürlich erstmal alle Farben definieren, aber dann eben auch in die Bildauswahl genau übergehen und da genau auch dieses Preset anpassen. Das heißt, wir könnten die Hintergrundfarbe definieren, wir könnten natürlich die Eckenrundung definieren, wir könnten überlegen, welche Schriftgröße, welche Icongröße hier gewählt wird und dann eben auch für die verschiedenen Stati das alles durchdefinieren, um hinterher eine Picture Choice zu haben, eine Bildauswahl zu haben, die haargenauso aussieht. Ja? Und naja, darum soll es aber in diesem Video nicht gehen. Was ich dir vor allem zeigen wollte, ist einfach, wie powerful hier eben dieses Google Chrome Add-on CSS Peeper ist. Du kannst dir wirklich das dann haargenau mit untersuchen und dir genau angucken, wie das hier gemacht wurde. Siehst hier, wurde die Schrift links ausgerichtet und kannst dir wirklich alles eins zu eins nachvollziehen und damit dann natürlich auch vernünftig arbeiten, um deinen Wunschdesign in Heyflow zu übertragen. Das war's von mir für dieses Video. Und ja, bei Fragen, Anregungen, bitte gerne melden, falls du spezielle Videowünsche hast. Auch bitte diese gerne äußern und ja, dann viel Spaß beim Bauen. Ciao.